So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Endstand 1:1. Grüße alle anwesenden Medienvertreter, alle Fans, die uns zuhören. Und die beiden Trainer natürlich, Pellegrino Matarazzo zu meiner Rechten und Jes Torup. Von unserer Seite nochmal ein Dankeschön an alle Einsatzkräfte, an alle Helfer, die bei dem Böllerwurf aus dem Hoffenheimer Block sehr besonnen reagiert haben. Auch ein Dank an die Gäste, die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Und wir drücken die Daumen, dass die verletzte Person oder möglicherweise die verletzten Personen schnell wieder genesen und da alles gut verläuft. Zum Sportlichen. Herr Matarazzo, Ihre Worte zum Spiel, bitte. Schöne Grüße. Bei mir heute überwiegt eher die Enttäuschung. Nicht nur der Boller, diese Unterbrechung, und natürlich auch von meiner Seite wünsche ich alle Betroffenen auch eine gute Besserung. Aber auch das Ergebnis und auch unsere Leistung in der zweiten Halbzeit. Ich denke, wir haben mit der ersten Halbzeit, mit der Dominanz und der Kontrolle, ist man in der Lage, noch anders in Führung zu gehen, nicht nur 1-0 in die Halbzeitkabine zu gehen und dann in der zweiten Halbzeit kassieren wir ein unnötiges Gegentor, wo wir 3-1 es nicht wegverteidigt bekommen und dann ein Stück weit auch unsere Faden verlieren. Kein Kontrolle mehr gehabt, nicht mehr die Räume gefunden, die wir hätten finden können und müssen. Und auch wenn wir die zwei Chancen hatten, gute Chancen von Grischa und von Maxi, war es trotzdem zu wenig Durchschlagskraft zum Schluss, um wirklich einen Lucky Punch zu setzen. Danke. Dankeschön. Jes, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, für mich waren da zwei verschiedene Halbzeiten. Erste Halbzeit war ich würde nicht sagen, nicht auf dem Platz, aber Hoffenheim hat sehr gut gespielt. Wir haben Probleme, ihn auf Druck zu setzen. Wir waren immer einen Schritt hinten. Und nochmal auch ein Tor hinten. Als wir in der Halbzeit darüber gesprochen ist, wie machen wir das jetzt? Ich habe ein paar Änderungen gemacht. Wir haben dann mit 5-3-2 gespielt. Dann hat viel besser funktioniert in der zweiten Halbzeit, wie wir jetzt die Gegner unter Druck setzen. Aber auch mit dem Ball war wir viel besser. Ich glaube, wir haben die größten Chancen in zweiter Halbzeit. Okay, zufrieden oder nicht. Natürlich, wenn ich jetzt auf die zweite Halbzeit und die Chancen, habe ich gehofft, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Aber leider nicht. Dann mussten wir mit nur 1 Punkt. Wir sind ungeschlagen in 4 Spiele. Ich weiß, dass Hoffenheim jetzt die letzten 5 Auswärtsspiele gewonnen haben. So. So reden oder nicht, weiß ich nicht, aber heute war nur ein Punkt für uns. Danke. Kommen wir zu Ihren Fragen. Michael Pfeiffer vom Kicker, bitte. Reno, der Bruch in eurem Spiel, hatte das was mit dieser Zwangspause zu tun oder hatte das sportliche Gründe und wenn ja, welche? Ich fand, dass wir auch nach einem Gegentor schon mal ein bisschen geflattert haben. Weiß ich nicht, ob es uns den Rest gegeben hat mit der Unterbrechung. Das kann schon sein. Auf jeden Fall waren wir nicht mehr so dominant wie in der ersten. Ja, wie gesagt, das Kontrolle. Die Chancen, die hatten auch über Konter, keine gute Konterabsicherung, auch unnötige Ballverluste teilweise. Besonders in der Endphase waren wir da nicht sauber genug in unseren Abläufen und auch von der Positionierung her, um mehr Torgefahr zu entwickeln. Und dann wird es schwer. Ja, dann wird es schwer. Und dann haben die ein gewisses Momentum im Spiel und dann fängst du noch mehr an zu flattern. Das ist ein Schritt folgt der nächste. Und das, was der Ursprung war, mein Gefühl sagt auch das Gegentor. Auch wenn die bei den ersten so ein Fallrucks hier. Wir wussten auch im Vorfeld, dass sie extrem gefährlich sind bei Einwürfen. Die machen regelmäßig Tore. Das ist auch schwer zu verteidigen, wie die auch mit dem Körper arbeiten in unsere Männer rein. Das war der erste Zeichen, dass die sofort da sind. Wir wussten, dass sie da sein werden Anfang der zweiten Halbzeit. Wir wollten dagegen halten. Aber wir machen das Tor nicht, wir kriegen das Gegentor. Und dann schwimmt man ein Stück weit. Frank Linkesch, ebenfalls vom Kicker. Ja, Herr Torup, wenn Sie jetzt mal 4 Wochen zurückblicken,
ihre ersten Tage in Augsburg und jetzt hat die Mannschaft 4 Spiele gemacht, hat jedes Mal einen Rückstand auch aufgeholt. Was beobachten Sie denn? Ist das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis dieser Mannschaft in diesen 4 Wochen deutlich gewachsen? Ja, ganz klar. Jetzt haben wir 4 Spiele, 4-mal nicht verloren, 2 Siege, 2 Unentschieden, 8 Punkte. Als neuer Trainer, glaube ich, bin ich zufrieden, obwohl da gibt es natürlich immer noch viel Arbeit zu tun. Und dann können wir mit unserer ersten Halbzeit starten. Haben wir zu viele Spiele jetzt gesehen, wo wir immer nach hinten sind. Und das müssen wir daran arbeiten, dass wir nicht immer nach dem Rückstand dann zurückgekommen, obwohl wir dann auf der anderen Seite kann sagen, ja, wir haben sehr gutes Moral jetzt gezeigt in 4 Spiele hintereinander, immer zurückgekommen ins Spiel und heute war auch die Möglichkeit, noch einen Sieg zu bekommen. So, ich habe so ein Gefühl, dass ein Einzelspieler hat so mit einem Selbstvertrauen bekommen, aber auch der Mannschaft hat viel daran geglaubt, wie wir das jetzt machen können. Klaus Bergmann von der dpa. Herr Torup, Sie haben die unterschiedlichen Halbzeiten angesprochen. Im Prinzip sinnbildlich war das ja bei Demirovic zu erkennen, der in der 2. Halbzeit dann deutlich besser gespielt hat. Was sagen Sie denn zu dem Tor? Ja, das ist überragend, wie er das gemacht hat. Wie der Kollege jetzt gesagt hat, wir waren eigentlich 1-3 oder 2-3 auf der Seite, aber wie die jetzt rausgespielt haben und ein super Schuss auf den Tor gemacht haben, das ist unglaublich, weil er das gemacht hat. Er ist ein Typ, der braucht nur eine halbe Chance, dann kann er ein Tor draus machen und hat auch heute gemacht. So, das war natürlich gut für uns. Hatten viel, immer mehr Selbstvertrauen. Die Supporter, die Fans haben das auch sehr gut in zweiter Halbzeit geholfen. So, das nur Pech, dass wir nicht alle 3 Punkte geholt haben. Robert Götz, Augsburger Allgemeine. Herr Torup, Sie haben es gerade angesprochen. Zum wiederholten Mal im Rückstand, erste Halbzeit nicht richtig ins Spiel kommen. An was liegt das? Was sind die Gründe? Ja, wir haben versucht, mit einem Plan die Gegner unter Druck zu setzen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Hoffenheim hat sehr gut gemacht in erster Halbzeit, wie sich das Spiel von nach hinten mit vielen Leuten Aufbau gemacht. Da haben wir Probleme, unter Druck zu setzen. Wir waren immer einen Schritt nach hinten. Deshalb habe ich auch das System verändert in der Halbzeit, so mehr Mann gegen Mann gespielt, wo wir besser den Gegner unter Druck setzen. Und das hat uns zumindest geholfen in zweiter Halbzeit. Keine weiteren Fragen? Doch? Dann. Genau. Ja, hallo Rino. Du bist nicht so zufrieden mit der 2. Halbzeit, aber ihr habt im 6. Auswärtsspiel zum 6. Mal nicht verloren, auch wenn es nur ein Punkt ist heute. Und ist es dann auch ein Schritt der Mannschaft, sich so dann einfach auch dauerhaft im 1. Tabellendrittel zu halten? Wenn wir uns irgendwo halten wollen, dann geht es auch darum, heute das Spiel zu gewinnen. Meiner Meinung nach. Deshalb, wie gesagt, ja, ich freue mich natürlich über die Auswärtsserie, aber mir wäre lieber heute ein Sieg, unabhängig von einer Serie. Und ich glaube, das war heute drin und das ist auch was Positives aus diesem Tag. Ich gehe in die Kabine und alle sind unzufrieden. Und genau das erwarte ich auch von einer Mannschaft, die auch gewinnen will. Wunderbar, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend an alle. Hoffen haben eine gute Heimfahrt. Tschüss.